Wir drehen einen Dokumentarfilm und hätten gern gewusst, ob Sie eine Ahnung haben, wozu die Cheops-Pyramide gebaut worden ist. Das ist eine sehr gute Frage. Das sollte mit Sicherheit eine Grabstätte für einen Pharaon sein. Die Pyramiden von Gizeh. Sie sind das letzte, noch erhaltene der sieben Weltwunder der Antike. Erste Probe, große Pyramide, Brunnenschacht, Nordseite. Wasser in jedem Gefäß hinterlässt Spuren, kennt jeder von seinem Wasserkocher. Rate mal, welche Pyramide gar kein Grabmal für Cheops war. Ist nicht dein Ernst? Und dafür hast du Beweise? Aber das hier ist eine feste, kompakte Salzkruste. Das kann also nicht an der Atmosphäre auskristallisiert sein. Hermann Waldhauser hat die These aufgestellt, dass die Cheops-Pyramide ein rein technisches Bauwerk war. Mann, mir tut jetzt schon alles weh. Ich will zurück an meinen Schreibtisch. Ach, jammer nicht so rum. Die ist doch fast so gut wie eine Rolltreppe. Wissenschaft ist Hypothesenbildung. Das ist natürlich nicht normalerweise übersetzbar in die Beratung oder auch in die politische Beratung. Es wurde auf seine Hinweise auf Belag, Wasserstandslinien und so weiter gar nicht eingegangen. Während Stefan mir erzählt, dass er nicht alle Pyramiden über einen Kamm scheren will, frage ich mich, ganz naiv, die Pyramide steht ja oben auf dem Plateau, also mitten im Wüstengebiet. Und der Nil verläuft heute etliche Kilometer entfernt. Die Frage ist also, woher bezieht die Cheops-Pyramide ihr Wasser? Denn ohne Wasser kann eine Wasserpumpe kein Wasser pumpen.